So. So, guten Morgen, Freunde. Ich bin seit gestern wieder auf der Straße. Das Video kommt eine Woche später, weil ich letzte Woche zu Hause war. Es kam daher, dass wir... Ja, wie soll ich es erklären? Wir hatten ein bisschen weniger Arbeit und dann habe ich halt entschieden, dass ich zu Hause bleibe. Punkt. Ich bin auf dem Weg nach New Jersey. Das ist ein sehr, sehr... ich hatte schon mal ein Video über diesen Kunden gedreht. Da stand ich so mitten auf der Straße, so über Kreuz, so eingeknickt, um da anzuliefern. Ziemlich tricky there. Ja, es ist... Ich bin in Yarmouth, in Maine. Hier bin ich nicht so oft, aber ich bin gestern noch gefahren. Ich hatte noch so 2 Stunden Fahrzeit über, aber ich war dann müde und es war dann auch schon 8 oder 9 Uhr, irgendwie so. Also ich bin Sonntagmorgen losgefahren, gestern Morgen, heute ist Montagmorgen, genau. Und letzte Woche war schön, schön ruhig zu Hause. Hier sind es so 5 Grad, es ist ein bisschen ungemütlich vielleicht, wenn das, könnt ihr vielleicht sehen, so ein bisschen kalt und blöd und nass. Aber gut, ich habe jetzt noch so 550 Kilometer vor mir, ich werde heute Nachmittag einschneiden, außer Termin ist morgen früh, mitten in der Nacht glaube ich, weiß ich gar nicht, 3 Uhr oder 4 Uhr, weiß ich nicht. Ich muss mal gleich mal ins Load aufgucken. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns mal den Tag rocken.
in New Jersey, dann war ich in New York. Jetzt bin ich in Toronto. Ein Bild von New Jersey werde ich einblenden. Ich habe da einen zu kurzen Hof gehabt zum Anliefern, musste ich halt auf der Straße stehen. Ja, was gibt's zu sagen? Ich stehe hier seit 2 Stunden. Ich war gerade hier im Büro drin, habe gefragt, was so abgeht hier. Ja, sie arbeiten dran. Ja, Wetter ist kalt, es regnet und es sieht aus nach, wie wenn es schneien würde. Es ist Mittwochmorgen. Was gibt's zu erzählen? Ach ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar, ich habe ja eine Facebook-Gruppe. Und die heißt Kanada Trucker Philipp. So, die Gruppe funktionierte aber nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Und ich habe es dann versucht irgendwie mit Kumpels und so, aber es geht irgendwie nicht. So, jetzt habe ich eine neue Gruppe. Kanada Trucker Philipp 2.0. Wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach rüber. So, Plan ist Mittwoch. Ich habe gestern meinen Disponenten angerufen, weil ich Samstag einen Englischtest habe. Der Plan ist eigentlich, dass ich, ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne Freitag zu Hause sein und er arbeitet dran. Er hat eben auch schon gefragt, bist du an der Rampe, laden sich gerade aus? Und dann habe ich geschrieben, nein, machen sie noch nicht, ich warte gerade. Ich denke, dass er eine Ladung hat und dass ich dann mich nachher auf dem Rückweg mache. Und wenn alles gut läuft, dann bin ich morgen Abend zu Hause. Auf Prince Island soll es schneien, laut Wetterbericht. Also der Winter fängt jetzt so langsam an. Hier ist es noch relativ cool. Der Winter ist letztes Jahr einen Monat eher angefangen. Aber gut, er wird auf jeden Fall kommen, das ist sicher. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber gut, kann aber nichts machen, ne? Ich hätte jetzt erstmal zusehen, dass ich hier entladen werde. So! Da ist er. Mitten im Matsch hier. Es ist, gestern habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich in Toronto, gestern war ich im Ausland. Dann habe ich gestern Abend einen Trailer aufgenommen mit was ist auch egal. Es ist jetzt irgendwie 1 Uhr mittags und ich bin noch bis 4 Uhr gefahren. Und jetzt werde ich hier mir eine Dusche gönnen. Und dann geht es um 2 Uhr weiter. Dann sind es noch 1248 Kilometer bis nach Hause. Da werde ich dann gleich losfahren. Also werde ich heute Nacht so gegen 3 Uhr, zwischen 3 und 4 heute Nacht zu Hause sein. Oder Freitagmorgen 3 Uhr. Es ist eine tolle Zeit, um das Wochenende einzuleiten. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt eine Dusche nehmen und dann werde ich wieder gut riechen. Ich rieche immer gut. I'm good, and you? I'm good, thank you. Can I have a shower, please? Yeah, bro, you have, but can you wait for 5 minutes? 5 minutes? Then we're gonna clean that, so you don't have. Yes, okay, then I'm waiting for... have seat in the... Yeah, I'm... Okay? Oh, okay, then I'm waiting here. Huh? I'm waiting. Thank you. Ja, warten wir mal. So, ich habe jetzt meine Dusche bekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ihr eben, als ich Englisch gesprochen habe, ey... Muss ich schrecklich angehört haben mit der Maske. Ich habe doch die Maske auf. Ich muss doch noch mit Maske rumlaufen. So, auf geht's zur Dusche. Number two, number two. Juhu!
Dusche in Kanada, ganz normal. Ne? Hier. Und jetzt geht's in Wellness-Tempel. Bis später. Ja, fertig geduscht. You want the key? You want the keys? Put on the counter. Yeah, okay, no worries. Thank you. Bye bye. So, ich fühle mich wieder gut. Thank you. Thank you, sir. Okay, you too, bye bye. So, jetzt wird noch Kaffee geholt, weil mein Wasser im Truck alle ist. Ich kann jetzt kein Wasser, kein Kaffee mehr aufgießen. Und dann mache ich mich fertig. Tim Hortons ist ein ganz wichtiger Kaffeelieferant. So, Kaffee. Da noch ein paar Donuts, ne? Ist klar. Wieder eine lange Nacht. So, was will man mehr? Frisch geduscht, schön leckere Donuts, leckeren Kaffee, obwohl jetzt ich jetzt nicht der große Fan von Tim Hortons Kaffee bin, aber wir sehen das jetzt einfach mal ein bisschen positiv, toll, Leben ist schön, wir sind gesund. So, ich gehe jetzt zu meinem Truck, ich halte 10 Minuten oder Viertelstunde los, dann muss ich einen Kumpel anrufen, der hat angerufen, der will mir unbedingt was erzählen. Okay, machen wir. Der schätzt sich immer, dass ich dich anrufe, dabei sehe ich das gar nicht so schlimm. Sagst du mal, was? Du wolltest mich anrufen? Ja, wollte ich. Egal. Schöne Grüße, Mario. Oder auch mal sagen. Ich mag dich, Mario. Ich mag dich total gerne. Ich habe nichts gegen dich, wenn ich dich nicht anrufe. Spinner, du. Was ist mit der Karre passiert? Was liegt denn da neuerdings auf der Straße rum? Alter, war ich im Kalkwerk? Das ist nicht von diesem Hof. Egal. Ich mache mir vom Acker. So, hi. Ich bin jetzt zu Hause. Es ist jetzt 7 Uhr, Freitagmorgen. Ich bin ziemlich müde von der Nacht. Ich wollte noch einen Schluss drehen. Ich habe es vergessen. Und, ich wollte eigentlich erst im Tag den Schluss drehen, aber dann war es noch zu dunkel und die GoPro geht irgendwie nicht so gut beim Dunkeln. Und dann wollte ich es im Auto, wollte ich das dann filmen und als ich losgefahren bin, denke ich so, ey, du musst ja einen Schluss filmen und dann, ja, dann war die Kamera im Kofferraum. Aber jetzt bin ich hier zu Hause, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und denke mir so, ach ja, der Schluss fehlt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und dein Like wäre schön. Und auf Facebook, meine Gruppe heißt Kanada Trucker Philipp 2.0. Bis bald. Ciao.